aus dem schönen Uruguay. Hey Leute, nur mal ganz kurz heute wie soll ich das sagen? Ich will ja jemanden diskriminieren, ja, zu der Facharbeiterkrise, die zurzeit in Deutschland herrscht, ja. Ihr wisst, was ich meine, ja. Flüchtlingsströme, ja. Also bitte keine Diskriminierung. Ich will niemanden diskriminieren und so weiter. Ich möchte nur mal zum Denken anregen. Ich habe Videos gesehen, in der manche Leute beschrieben haben, dass sie 15.000 Dollar oder Euro alleine für das Schleppen von Syrien oder von Afrika nach Europa bezahlt haben. 15.000 Euro. Leute, bitte denkt doch mal ein bisschen nach. Woher nehmen die Leute das Geld? Zum einen. Wir hatten mal soeben mal, mir ist dir nicht 15.000 Euro oder es Dollar, ist ja scheißegal, so nebendran auf der hohen Kante liegen. Das ist das eine. Zum zweiten, ein Flug mit dem Flugzeug, ja? Also von Frankfurt nach sonst wohin kostet in der Regel in der Holzklasse, also in der normalen Klasse kostet in der Regel unter 1.000 Euro. Da jetzt überlegt doch mal, wenn ich 15.000 Dollar oder 15.000 Euro habe, dann zahle ich doch nicht an einen Schlepper 15.000 Dollar oder Euro, sondern dann nehme ich mir doch irgendwo vom Flughafen einen Flug und fliege mit dem Flieger dann dahin, wo ich hin will und muss nicht durch halb Europa laufen. Schon mal darüber nachgedacht? Nur mal so als ganz kleine Anregung. Und selbst wenn ich mir einen Passagierdampfer kaufe, nicht kaufe, ein Ticket für ein Passagierschiff kaufe, so ein Kreuzfahrtschiff, die suchen immer nach Passagieren. So, dann zahle ich für selbst für eine Luxuskabine von was weiß ich, von Afrika nach Europa rüber, zahle ich keine 15.000 Dollar oder Euro. Hat da schon mal einer drüber nachgedacht? Es hat noch niemand erwähnt, also mache ich das heute mal, ja? So, Freunde, das war's eigentlich schon mal. Ich habe mal drüber nachgedacht. Denkt doch auch mal bitte drüber nach. Vor allen Dingen ihr Gutmenschen, die das alles so, ja, ihr wisst schon, ihr findet das ja alles so gut, dass die alle so kommen und so weiter. Denkt mal darüber nach, bitte. Dankeschön. Tschüss aus Uruguay. Das war's schon. Bye bye. Tschö. Noch eine kleine Anmerkung hinten dran. Verarschen. Verarschen können wir uns doch alleine. Da brauchen wir keine Merkel, da brauchen wir keinen Schäuble, da brauchen wir keine EU oder sonst wer. Und ja, also verarschen können wir uns alleine. Und wenn ich in Deutschland noch leben würde, ich käme mir schon sowas von verarscht vor. Ich kam mir schon verarscht vor, bevor ich hierher gegangen bin. Das war auch der Grund, warum ich hierher gegangen bin. Oder mit ein Grund, warum ich hierher gegangen bin nach Uruguay. Also, tschüss, schön aus dem schönen Uruguay. Macht's gut, Leute. Denkt nach und lasst euch nicht verarschen. Dankeschön. Tschüss.